Es ist ein Morgen im Oktober. Das Wintersemester hat begonnen. Für die Studenten vom Sonderfach Leichtathletik beginnt der Tag mit Üben und Trainieren spezieller Leichtathletikdisziplinen. So steht es im Vorlesungsverzeichnis der Deutschen Sporthochschule Köln. Ein Gebiet, auf dem ein Student überdurchschnittliches Wissen und Können besitzt, kann er als Sonderfach wählen. Es ist ein wichtiger Teil der Hauptprüfung, neben den wissenschaftlichen Fächern und der Lehrprobe. Karl Diem, der Gründer der Hochschule, 1920 in Berlin und 1947 in Köln, wollte die Tradition der deutschen Hochschule mit der englischen College-Erziehung und dem altgriechischen Gymnasium verbinden. Von dem griechischen Ideal ist nicht viel mehr geblieben als das Symbol des Hochschulabzeichens und der Zeus im Innenhof der Eingangshalle. Auch die Bildungsziele von Hochschule und College sind dabei, sich von Grund auf zu verändern. Trotzdem ist die Verbindung von Sport, Wissenschaft und musischer Erziehung, so wie sie Karl Diem als eine Dreieinheit sah, die charakteristische Eigenart der Deutschen Sporthochschule Köln geblieben. Wenn sich auch die Schwerpunkte verschoben haben und die wissenschaftlichen Fächer in den Vordergrund treten. Mehr als 1500 Studierende sind eingeschrieben. Diese Zahl steigt. Jeder Siebente, das sind 14%, ist Ausländer. Zwei unter diesen sind Sascha Sevin aus Ankara und der Afrikaner Dejo Aimable aus Ruanda, Mathematiklehrer im Gymnasium und jetzt mache ich Diplom-Sportlehrer in Deutschland. Viele Studierende aus dem Ausland haben in ihrer Heimat bereits ein Studium abgeschlossen und ergänzen es hier auf einem speziellen Gebiet. Biomechanik ist ein Teilgebiet der wissenschaftlichen Forschung an der Hochschule. Die Motorik des menschlichen Körpers, seine Wirkungsweise und Wirkungskraft wird gemessen und analysiert. Ergebnisse werden erarbeitet für den trainierenden Sportler, für die Verbesserung von Sportgeräten, für die Sportmedizin, für die Orthopädie, zum Beispiel für die Entwicklung von Prothesen. Herr Lühnburger, der Ansatz ist jetzt schon ruhig geworden, aber dann fehlt die Konzentration beim Eintauchen. Da ist wieder die Hüfte ganz weit und Sie sind sogar leicht im Hohlkreuz dran. Hier sehen Sie, dass der zweite Schlag, das ist der erste mit Kniebeugen, der zweite ist mit ziemlich gestreckten Knien. Sehen Sie, das ist dieser Schlag hier. Und das ist der Schlag, den Sie genauso mit Kniebeugung ausführen und deswegen den Körper nicht hochbringen. Und jetzt kommt die Sache mit dem Schlüsselloch, die übrigens bei Ihnen noch nicht mal übertrieben stark ausgeführt ist. Versuchen Sie das Schlüssellochmuster wieder zu finden. Ja? Erst nach außen, dann nähern sich die Arme. Mal schauen, ob Sie es jetzt auf dem Rückweg aufsehen können. Das verdeckt natürlich der Körper etwas. Sonderfach Schwimmen. Unterricht über Methodik der Schwimmarten und Technikkorrekturen. Aus Athen kommt Eugenia Sotiriou. Eugenia Sotiriou, aber man nennt mich kurz Jenny. Eugenia Sotiriou hat schon in Athen ein Examen als Sport- und Ballettlehrerin gemacht. Hier an der Hochschule sind ihre Sonderfächer Schwimmen und moderner künstlerischer Tanz. Die Aufgabe heißt, spontane Einstellung auf wechselnde Zeitmaße,
Anpassung an die Gruppe bei eigener freier Bewegungsgestaltung und Ausnutzung des Raumes. Sonderfach Spiel, Musik, Tanz. Übungsstunde, Bewegungstechnik und Improvisation. Aus der Türkei kommt Ismail Sad. Ich habe mein Studium in Ankara gemacht und ich mache jetzt als Sonderfach nur Spiel, Musik, Tanz. Seine Partnerin Hedi Richter macht ihr Sportdiplom und studiert an der Universität Mathematik. Der Bereich der musischen Erziehung reicht von Musikpädagogik über alle Formen der rhythmischen Gymnastik und des Tanzes bis zum darstellenden Spiel. In Teamarbeit entstehen Spielszenen auf der Grundlage von Bewegungssicherheit, rhythmischem Gefühl, Gestaltung und Beherrschung der körperlichen Ausdrucksform. Für die Absolventen der Hochschule bieten sich viele Möglichkeiten, ihren Beruf als Sportlehrer auszuüben. In Sportvereinen und Verbänden, in Freizeiteinrichtungen im kommunalen und wirtschaftlichen Bereich, vor allem aber in den Schulen. Monika Bremer, Antje Borsin, Birgit Herting machen ihr Diplom als Sportlehrerin und studieren alle an der Universität oder pädagogischen Hochschule noch ein zweites Unterrichtsfach. Mit der eigenen Ausbildung geht die Vorbereitung auf den Unterricht in der Schule einher. Also das Weitergeben des Erlernten. Unterricht mit Kindern und Lehrübungen stehen in fast allen sportpraktischen Fächern auf dem Lehrplan.
Das Verhalten im Unterricht kann am Videorekorder analysiert und diskutiert werden. Wir wollten mit dieser Gruppe die Hockwende über den Kasten üben und diejenigen Schülerinnen, die nicht imstande waren, die Hockwende auszuführen, sollten den Hockstütz auf den Kasten beim Abschluss. Ellen Schomer ist Lehrerin an einer Hauptschule. Ein Ergänzungsstudium an der Hochschule erweitert ihre Lehrbefähigung auf Realschulen und Gymnasien. Wir werden gleich eine Situation. Bei Prüfungen und Lehrübungen ist der Videorekorder ein ebenso wichtiges Medium wie zur Bewegungsanalyse und Bewegungskorrektur. Ja, Frau Herting, gucken Sie mal Ihre Schraube an. Sie wissen, sie ist nicht ganz fertig geworden. Es liegt an der Armhaltung. Haben Sie gesehen? Sie müssen mehr reindrehen. Salto vor, strecken und dann kräftigen Armeinsatz. Stoppen Sie mal bitte. Wollen wir den nochmal in Zeitlupe angucken? Ja. Können Sie nochmal etwas zurück, bitte? Schauen Sie mal hier jetzt, die Schraube. Die Arme sind nicht ganz korrekt reingezogen. Sie müssen am Körper anlegen, so nah wie möglich an die Längsachse, ja? Gut, danke. Wir wollen den Sprung mal oben angucken. Ich springe Ihnen den mal vor. Dann können Sie da mal genau auf die Arme achten, ja? Bitte. Die Deutsche Sporthochschule Köln ist eine wissenschaftliche Hochschule. Sie besitzt das Recht der Promotion und der Habilitation. Praxis und Wissenschaft leben unter einem Dach. Diese räumliche Nachbarschaft bietet besonders günstige Voraussetzungen für die gegenseitige Kenntnisnahme, die Beschäftigung miteinander, die Wechselbeziehung zwischen Sport auf der einen und den Geistes- und Naturwissenschaften auf der anderen Seite, für die Sport Material darstellt, Neuland für Forschung und Erkenntnis. Die Zahl der wissenschaftlichen Fächer, die hier dem Sport zugeordnet werden, zeigt die Vielfalt der Perspektiven, der Bezüge zwischen Sport und Gesellschaft, Sport und dem komplexen modernen Leben. Philosophie und Handball sind gewiss nicht vergleichbare Kategorien, aber so gesehen sind auch sie aufeinander bezogen. Jeder Aufwärtsspieler hat einen Ball. Schuss antäuschen, Zuspiel, Torwurf, Wechsel, Wechsel. Für die medizinische Forschung stellen die Studenten der Hochschule ein großes Reservoir von gesunden Menschen dar, in allen Abstufungen der körperlichen Leistungsfähigkeit und des Trainingszustandes. Auf speziell entwickelten Apparaturen werden Messungen und Reihenuntersuchungen durchgeführt. Computer werten die Ergebnisse aus. In einem gewissen Umfang muss sich jeder Sportstudent medizinisches Wissen aneignen. Rüdiger Mitschi gehört zu denen, die nach dem Sportdiplom ein vollmedizinisches Studium beginnen wollen. Ein Prüfstand zur Messung der Grundkraft und der dynamischen Kraft einzelner Muskel und Muskelgruppen. Das Verhältnis von Sport und Medizin ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Hochleistungstraining ist ohne medizinische Grundlagen und Zweckforschung nicht mehr zu denken. Wichtiger aber sind die Erkenntnisse, die die Medizin aus dem Sport gewinnt. Die Bedeutung von Übung und Training für Herz, Kreislauf, Atmung,
Stoffwechsel des nicht sporttreibenden Menschen wird mehr und mehr erkannt. Sport als Prävention, als Therapie, als Rehabilitation. Im Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin wird einem Probanden ein Katheter in die große Beinvene eingeführt. Auf dem Tretrad werden bei laufender Entnahme von Blutproben ergometrische und spirografische Daten gewonnen. Die Blutproben dienen der Analyse von Stoffwechselvorgängen. Proband ist Walter Ziegler. In Rumänien war er nationaler Radrennfahrer. Walter Ziegler will das Thema seiner Diplomarbeit aus dem sportmedizinischen Bereich wählen. Sein Sonderfach ist Versehrtensport. Bei der Arbeit mit Gehörlosen, hier sind es Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, kommt es auf klare Demonstration und deutliche Artikulation an. Das muss gelernt werden. Gehörlose sehen die Gesten und lesen von den Lippen ab. Vier Studenten arbeiten in dieser Übungsstunde zusammen. Friedrich Peters, Ulrich Schuchert, Jugendpflege und Freizeitgestaltung und Versehrtensport sind seine Sonderfächer. Reinhard Weiser, Sportdiplomant und Mathematiker. Gehörlose können auch nicht sprechen. Daraus entstehen Missverständnisse, Argwohn, Isolation. Zur Resozialisierung in die Gruppe, in die Gemeinschaft, kann Sport beitragen. Die Studenten müssen den Umgang mit Behinderten lernen. Dazu ist Wissen notwendig auf dem Gebiet der Biomechanik, des Sozialverhaltens, der Psychologie. Der Sport erhält wichtige soziale Aufgaben als Hilfe für Behinderte, Geschwächte. Unter dem Begriff der Rehabilitation wird an der Hochschule dieses an Bedeutung und Umfang wachsende Gebiet zusammengefasst. Behinderung ist keine Krankheit. Jeder, der mit Behinderten umgeht, muss das wissen. Hier sind schwere Funktionsbeschränkungen erkennbar. Aber die Funktionsbereitschaft, der Bewegungsdrang, die Lebendigkeit sind der Norm des nichtbehinderten Kindes vergleichbar. Rainer Thierer studiert Physik. Sein Ziel ist die wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Biomechanik. Die achtjährige Susanne hat eine angeborene Querschnittslähmung. Die vierjährige Sabine ist gehörlos. Peter Dörrmann wird sich in seinem Lehrberuf der Rehabilitationsarbeit zuwenden. In diesem sozialen Anwendungsbereich des Sports eröffnen sich viele neue, engagierte Berufswege. Der 11-jährige Lars und die 14-jährige Therese sind beide spastisch gelähmt. Es kommt darauf an, die verbliebenen Funktionsmöglichkeiten zu verbessern und zu steigern. Und dem Kind zu helfen, mit den verbesserten und gesteigerten Fähigkeiten geistige und körperliche Schwächen zu kompensieren. Ein Basketball-Nationalspieler aus der Türkei. Mein Name ist Yaşar Sevim. Ich habe in Ankara an der Sporthochschule mein Diplom gemacht. Ich studiere hier die Sonderfächer Basketball und Handball. Folkloreabend im Musischen Forum. Yaşar und seine Landsleute Ismail, Ergün und Hüday. Dieser Tanz heißt Oslo. Er wird in Südanatolien getanzt.
Jenny, die Schwimmerin und Tänzerin aus Athen, und der Volleyballlehrer aus Rhodos erwidern mit einem Kalamatianos. Kalamatianos. Ist die Zeit der Arbeits- und Trainingsgemeinschaften zur Verbesserung der Leistung, zur Vorbereitung für den Wettkampf. Hier wird dem Sport gegeben, was dem Sport gebührt. Harter Einsatz auf dem Weg zur Hochleistung. Training der Leichtathletinnen. Japaner Sechina Gase. Er ist jetzt Sportlehrer an einer Schule in Deutschland. Ich komme aus Eskilstuna, ich mache mein Diplom hier an der Sporthochschule, dann gehe ich nach Schweden zurück. Yngve Taudin ist schwedischer Zwölfkampfmeister im Kunstturnen. Sechina Gase war deutscher Hochschulmeister im Kunstturnen.
Das Ende des Zweiten Weltkrieges stand bevor. Auch die Stadt Köln wurde stark zerstört. In einer Zeit wirtschaftlicher Not und politischer Bedrängnis wurde im Jahre 1947 die Sporthochschule Köln gegründet. Nicht zuletzt der britische Sportoffizier Dixon hatte maßgeblichen Anteil an der Gründungsinitiative. Er war es auch, der Karl Diem mit der Leitung beauftragte. Karl Diem hatte bereits die 1920 in Berlin gegründete Deutsche Hochschule für Leibesübungen geführt. Aufgrund seines Studienaufenthaltes in den USA hatte er Hochschulen kennengelernt, in denen Sportwissenschaft und Sportlehre gepflegt und entwickelt wurde. Er selbst ging immer mit gutem Vorbild voran. 2 Jahre nach dem Ende des Krieges war es die Stadt Köln, die der neu gegründeten Sporthochschule Heimatrecht im Müngersdorfer Stadion gab. Darüber berichtete die Deutsche Wochenschau. In Köln wurde in einem Festakt der Universität die Sporthochschule gegründet. Leiter und Rektor dieser Schule ist Professor Dr. Karl Diem, der weltbekannte deutsche Forscher und Praktiker der Leibesübungen. Das Studium dauert 3 Jahre. Die Studenten lernen in Theorie und Praxis alles, was für einen künftigen und zünftigen Sportlehrer von Bedeutung ist. Viele bekannte Sportler sind hier als Lehrer tätig. Der frühere deutsche Meister Nettesheim auf der Matte. Turnübungen in der Halle. Im Müngersdorfer Stadion treibt man Leichtathletik. 165 Studenten, davon 60 weibliche, besuchen zurzeit die Sporthochschule. Etwa 120 der Studenten und Studentinnen wohnen gemeinschaftlich mit den Lehrkräften in der Hochschule. Am Abschluss des Studiums steht die Prüfung als Diplom-Sportlehrer. Vor gut 15 Jahren, am 1. April 1960, übernahm das Land Nordrhein-Westfalen die alleinige Trägerschaft der Sporthochschule und am 8. Mai 1960 wurde der Grundstein für ein 12-Millionen-Bauprojekt gelegt. Diese neuen Gebäude sollten den akuten Raummangel beseitigen. Im März 1963 wurde der neue Komplex bezogen, doch erlebte Professor Karl Diem seine Sporthochschule nicht mehr. Er war 4 Monate zuvor gestorben. 12 Jahre später, im Februar dieses Jahres, wurde ein Studentenwohnheim für 400 Personen bezogen. Für insgesamt 100 Millionen Mark entstehen neue Anlagen in Köln-Müngersdorf. Einzelheiten erläutert der Kanzler Dr. Eike Reschke. Vor 4 Jahren wurde damit begonnen, eine umfassende Zielplanung für den weiteren Ausbau der Sporthochschule aufzustellen. Und heute können wir verschiedene Projekte aus dieser Zielplanung verwirklichen. Erstens eine große Leichtathletikhalle mit einer Laufhalle, einer Sprung- und einer Wurfhalle, ein Institutsgebäude, in dem sowohl naturwissenschaftlich-medizinische Institute untergebracht sind, als auch die Institute für Sportdidaktik und die einzelnen Seminare der Sportfachgebiete. Eine große Halle, die sich in 4 Abteilungen teilen lässt und eine Gesamtlänge von 120 Metern bekommt. Dann im Zusammenhang mit diesem ganzen Projekt die Neuerrichtung des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft, das zurzeit noch in Löwenich untergebracht ist. Ungeachtet der räumlichen Beschränkung haben die etwas mehr als 2000 Studenten ihre Arbeit für das Sommersemester aufgenommen. Diese Zahl der Studierenden aber zeigt schon die heutigen Schwierigkeiten auf, denn im derzeitigen Ausbau ist die Hochschule für nur 1200 Studenten konzipiert. Jährlich kommen 400 Neubewerber hinzu, während nur gut 200 die Sporthochschule verlassen. So ist jetzt schon abzusehen, dass in Zukunft lediglich das Ausscheiden eines Studenten einem neuen Bewerber eine Chance gibt. Verschärfter Numerus Clausus. Eine eingeschränkte Aufnahme gibt es heute schon. Nicht zuletzt, seit die Sporthochschule im Jahre 1970 als wissenschaftliche Hochschule anerkannt wurde. Damit können sich Schulabsolventen nicht mehr direkt an die Sporthochschule wenden für eine Aufnahmeprüfung, sondern laufen automatisch über die zentrale Vergabestelle für Studienplätze in Dortmund. Und dann zählt die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses, wobei die Sportnote eben nur eine von vielen ist. Doch gehen die Verantwortlichen an der Sporthochschule davon aus, dass sich keine allzu steifen Gestalten bewerben, denn nach wie vor sollte das Sportlehrerstudium auch praxisbezogen sein. Eine gute Mischung bei der Ausbildung wird angestrebt. Allzu oft gab es in früheren Jahren abfällige Bemerkungen über den Lehrer für Sport, denn auch Sportgrößen hatten die Chance zum Studieren, auch ohne Abitur.
Seit 1970 ist das vorbei. Für den wissenschaftlichen Teil der Ausbildung sorgen zurzeit 13 Professoren, 19 Dozenten sowie 10 wissenschaftliche Assistenten. In der Praxis stehen den Studierenden 42 Sportlehrer sowie 72 Ausbildungsbeauftragte zur Verfügung. Gibt bei der Verpflichtung der Sportlehrer keine Schwierigkeiten, so treten bei der Besetzung von Lehrstühlen größere Schwierigkeiten auf. Als Beispiel dient das Seminar für Sportdidaktik, das zurzeit von Dr. Dietrich Rainer Quanz verwaltet wird. Wir haben an der Sporthochschule 3 Lehrstühle für Sportdidaktik, die zurzeit alle 3 verwaist sind. 2 Berufungen laufen zwar, aber der ganze Prozess ist nicht abgeschlossen. Es schwebt uns vor, hier einen zentralen Bereich aufzubauen, der bis hin in die Lehrübungen der Studenten wirksam sein muss, insofern als theoretisch in der Sportdidaktik vorbereitet werden muss, was in der Lehrübung erprobt wird. Hier kommt es darauf an, den Zusammenhang aller Entscheidungen, die der Lehrer fällt, bewusst zu halten und auf den Problemstand der allgemeinen Didaktik zurückzuführen. Es ist in der Tradition, in unserem Fach gerade, sehr geläufig, dass man sehr gerne nur innerhalb sportlicher Vollzüge denkt und glaubt, aus dem Vollzugsbereich des Sports alle Probleme selbst lösen zu können. Es ist aber mittlerweile auch deutlich geworden, dass die allgemeine Didaktik sehr viel dazu beitragen kann, solche Probleme mitzulösen, die innerhalb des Sports selbst gar nicht gründlich zur Sprache kommen können. Ein so hoch differenziertes Lehrgebiet wie Sport und Leibeserziehung ist nur noch durch ein wissenschaftliches Studium zu durchdringen und bedarf wissenschaftlicher Forschung. Der zukünftige Sportlehrer kann nicht mehr nur handwerklich und praktisch vorbereitet werden, sonst verliert seine Arbeit die Anpassung an die rapide Weiterentwicklung. Er muss, wie andere Lehrer auch, so ausgebildet werden, dass er begreift, dass nur durch ständige Fortbildung der Anschluss an den jeweiligen Stand gehalten werden kann. In der Leibeserziehung sollen künftig nur noch Fachlehrer unterrichten. Und ebenso wichtig ist für den Fachlehrer die Hochschulausbildung auf dem medizinischen Gebiet. Durch die vielfältigen Bewegungsarten treten die verschiedensten Verletzungen auf. Hier präventive Maßnahmen auszuarbeiten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Sportmedizin. Durch einen großen Nachholbedarf werden hier die größten Fortschritte gemacht. Vor 15 Jahren zum Beispiel wurden die Sportstudenten noch nicht in einem Fach wie Biomechanik unterrichtet. Für diese Forschungen stehen den Wissenschaftlern modernste Geräte zur Verfügung. Ein ganz neues Gebiet der Sportmedizin betreut Professor Frithjof Hammersen. Die Deutsche Sporthochschule hat im Laufe der letzten Jahre einen weiteren Lehrstuhl gewonnen, den ich seit 1972 wahrnehme, der sich als experimentelle Morphologie bezeichnet und damit sagen will, dass hier eine Fachrichtung in diese Hochschule inkorporiert worden ist, die als interdisziplinäres Fach speziell zwischen die verschiedenen und hier im Hause vertretenen medizinischen Disziplinen gedacht ist, ganz speziell als Verbindungsglied zwischen Physiologen, Sportphysiologen und Sportmedizinern, wenn es unter anderem darum geht, Befunde, wie sie aus der Trainingslehre mithilfe von verschiedenen messbaren Parametern über Leistung oder Ähnliches gewonnen werden können. Führend in der Welt ist die bundesdeutsche Grundlagenforschung in der Sportmedizin. Auf allen Weltkongressen sind die Professoren neben den schwedischen Kollegen die meistgefragten Referenten. Die sportmedizinische Forschung an der Kölner Hochschule war wegbereitend, wie von Professor Wilder Hollmann zu hören war. Doch der Anfang war schwer. Damals, 1960, war es gewissermaßen ein Ein-Mann-Institut und ich war glücklich, 2 medizinisch-technische Assistentinnen dabei zu haben. Heute haben wir allein 8, 9 hauptamtliche Ärzte hier, 26 hauptamtliche Personen und einschließlich Doktoranden und Diplomanden sind derzeit über 130 Personen wissenschaftlich mit Arbeiten unseres Instituts befasst. Welche Aufgaben haben Sie mit Ihrem Institut an dieser Sporthochschule? In erster Linie befassen wir uns mit präventivmedizinischen Fragen, also Fragen der Gesundheitserhaltung und Leistungsförderung. Daneben mit solchen der Bewegungstherapie und der Rehabilitation, ganz besonders wieder bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit Durchblutungsstörungen.
Sie forschen hier aber auch, Sie lehren nicht nur. Es ist Grundlagenforschung und Zweckforschung in einem, was hier betrieben wird. Die Lehre hier, die gleichzeitig mit der Lehre an der Universität verbunden ist, gehört natürlich dazu. Von Seiten der Ausbildung können die Studenten zufrieden sein. Nach wie vor ist ein Absolvent der Deutschen Sporthochschule auch international anerkannt. Dies ist nicht zuletzt auf das Grundprinzip der Ausbildung, nämlich der Kleingruppenarbeit, zurückzuführen. Soll dies auch in Zukunft so bleiben, muss dafür gesorgt werden, dass die Studentenzahl nicht zu groß wird. Schwierigkeiten in der Routinearbeit der Sporthochschule vermuteten Eingeweihte, als nach einem Bundesgerichtsurteil ein Hauptausschuss als oberstes Selbstverwaltungsorgan eingesetzt wurde. Im 15-köpfigen Ausschuss haben nach Ministererlass 8 Hochschullehrer die Majorität. Die vielen Dozenten und Sportlehrer, die in den praktischen Sportlehrgebieten tätig sind, befürchteten eine Überfremdung des Sports durch die nicht so sportnahen Wissenschaften. Der Rektor, Professor Hans-Joachim Lieber, sah sich zunächst einer Blockbildung gegenüber. Eine genannte Gefahr der Wissenschaftlerfraktion hat es also nicht gegeben? Nein. Hier war von der Wissenschaft, von der Seite der Wissenschaft, ich würde überhaupt nicht so gerne von Fraktionen hier sprechen, es ist eine gewisse Polarisierung über eine Zeit hinweg da gewesen, verständlich zu einem erheblichen Teil, weil ja doch eben die Ausbildung in Methodik, Didaktik des Sportunterrichts in den einzelnen Disziplinen bei den Kollegen von den einzelnen Sportlehrgebieten liegt und die Wissenschaftler, der Bereich der Lehrstühle und Seminare stärker in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und Lehre darüber angesiedelt sind. Und natürlich verständlich war, dass eine gewisse Befürchtung bestand, man könne hier wissenschaftlich überfremdet werden. Aber ich glaube, gerade durch einige Berufungsvorschläge, die jetzt in der Erledigung sind, ist erwiesen, dass diese Gefahr doch wohl nicht besteht und auch seitens der Kollegen, die in dem Bereich der wissenschaftlichen Lehrstühle tätig sind, gar nicht gewollt wird, sondern hier ist einfach die Frage, den qualifiziertesten Mann für die Berufungen zu gewinnen, den wir gewinnen können.